Hallöchen, meine Käsekätzchen, und willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Heart Gold. In der letzten Folge sind wir in den Radioturm eingebrochen und haben versucht, Team Rocket zu bezwingen. Und wir haben festgestellt, der wurde entführt, und zwar von der Team Rocket-Bande. Und wir müssen jetzt gucken, welchen Schalter wir betätigen müssen. Ne, das ist mal eingesperrt. Okay. Das war einfacher wie... Aber war hier nicht noch ein Item? Ja. Ein Rauchball. Ja gut, das war einfacher, als ich gedacht habe. Hast du dich verirrt? Nein, das kann nicht sein. Es ist keine Angst in deinem Blick, aber das macht nichts. Ich bringe dir schon bei, was wahre Angst ist. Ah, dann mal vorwärts. Ja, passt ja, das Pflanze wie. Oh, ich habe nur noch 7 mal Flammenwurf. Ich hätte mal vorher heilen müssen. Naja, egal. Die Blume kriegen wir so oder so down. Noch ein Duflo. Haben wir. Ach ja, stimmt, Dings. Ach, weiterkämpfen. Hotdog kriegt das schon hin. Kamerad! Mich wundert es, dass man kein Turbo-Tempo hier hat. Sonst lernt das Akani doch eigentlich immer. Oh, vielleicht kommt's noch. Ich sag's und es ist. Yo! Wir nehmen mal Schnüffler weg, brauchen wir rein gar nicht mehr. Irrlicht wäre vielleicht mal noch ideal. Hallo! Oh, hier ist noch was. Items nehme ich doch gerne mit. Jetzt müssen wir gegen die Lappen noch kämpfen. Oh. Wen haben wir? Ach, hier, Billy. Billy ist noch. Sehr früh im Rührei auch. Nehmen wir die erstmal. Mensch, heute. Dann wollen wir mal hier. Aber komm jetzt hier nicht mit 1000 Radfratz an. Naja, radikal ist auch nicht besser. Dann surfen wir es weg. Ach stimmt, ich habe Überreste. Ich will schon hier. Golbat gefundenes Fressen für Wolli. Hier, mit der Faust in dein Gesicht. Aber zumindest hat er immer zwei unterschiedliche Pokémon, nicht nur Ratze, Fratze, Fratze. Items nehmen wir natürlich auch alles mit. Ach, das hätte nichts gebracht, okay. Lasst mich jedoch jetzt endlich mal in Ruhe. Slimer. Naja, dann spülen wir es mal ein bisschen weg, ne? Würde ich mal sagen. Den ganzen Schleimer wegspülen. Jo, wir haben Level 38 erreicht. Smogmog. Was ist doch mal gefundenes Fressen für Rührei? Rührei hat doch, glaube ich, Sondersensor.
Das Moveset von früher ist echt zum Kotzen. Naja gut, das geht aber. Es hat nur Haut drauf Attacken. Irgendwann erwischt es alle. Das stimmt allerdings. Gut. Kann ich hier durch? Ah doch, ich kann so durch. Ah, jetzt müssen wir uns mal noch gegen die Lappen hier von Team Rocket kämpfen. Ach ja. Dum, da, da, da. Ich sag mal so, für die ist es ja nicht schlecht. Die haben jetzt ein paar Punkte, die kannst du halt. Gehen sie halt ein bisschen Level höher. Ich hab's aber zu doll schon trainiert. Die Levelkurve ist immer noch grottenschlecht hier. So, dann wollen wir mal weiter. Warte, ich will erstmal das Item mitnehmen. Schlafrede. Braucht kein Mensch. Wer bist du? Hast du hier? Was? Du bist hier, um mich zu retten. Vielen, vielen Dank. Aber sag mal, was ist da im Radioturm bloß los? Was? Dort wimmelt es nur sofort Team Rocket-Mitglieder. Na gut. Hier, nimm diesen Türöffner. Damit solltest du die Tür im zweiten Stock aufbekommen. Bitte, du weißt ja nicht, was sie mit dem Sender in ihrer Gewalt fähig sind. Wenn sie mit diesem seltsamen Signal auf Sendung gingen, könnten sie sogar Besitz von den Pokémon ergreifen. Du bist unsere letzte Hoffnung. Du musst in den Radioturm, nein, alle Pokémon dieser Welt retten. Komme ich jetzt so da hoch, oder... Die Treppe wird ja nicht ohne Grund da sein. Hallo. Okay. Schieben die mir Esse. Warte, bitte. Ach, die schieben das für mich weg, scheinbar. Dass ich an die Items rankomme. Okay. Ein Feuerheiler. Ein Feuerheiler kann man... Oh Mann, ich kann heute wieder mal nicht sprechen. Das ist schlimm mit mir. Es ist sehr schlimm mit mir in letzter Zeit. Kann ich jetzt hier hoch? Hallo. Ich möchte aber erstmal in die Erdetage. Mutti, ich kann jetzt gerade nicht. Ach, wir sind im Einkaufszentrum. Ich so, hä? Halt, also das Pokémon Center will ich doch hin. Ah nee, Salat ist eine blöde Wahl. Die haben meistens Gift-Pokémon. Da ist Girafik eigentlich schon viel besser. Und ich habe eine hässliche Mutter an meinem Bildschirm. Hä? Dich habe ich doch schon gemacht. Wie muss ich nochmal gegen dich Lappen kämpfen? Bedroher interessiert mich nicht, weil ich eh speziell angreife. Weg damit.
gibt's nicht. Hier dreht sich einer wie so ein Fidget Spinner umher, aber... Wo muss ich hier hin? Hier muss ich hin. Gegen den muss ich ja bestimmt noch mal kämpfen. Komm du, Team Rocket Rübe. Zeig, was du drauf hast. Ob da ein Psi-Strahl reicht? Das könnte ein bisschen wehtun. Reicht das? Ja. Komm, Smogon. Wir killen dich. Zack. Weg bist du. Motte, du gehst dann verpinkel dich mal. Du gehst dann auf die Nerven gerade. Du bist sehr kontraproduktiv. Hier nehmen wir mal die komischen Tränke mal weg. Ich glaube, ich muss noch shoppen gehen. Ich brauche noch ein paar Tränke. So, gehen wir mal hier hoch. Ist das nicht hier? Wir ignorieren ihn mal gekonnt. Hä? Ich wollte schon sagen. Lords. Halt! Ach! Dich kenne ich doch aus dem Fleckmann-Brunnen. Dort hast du unsere Pläne schon einmal veraltet. Ach, verstehe, du legst es wohl darauf an, unser Zorn zu provozieren. Ha! Nun gut, ganz wie du willst, spüre die Rache eines Vorstandsmitglieds von Team Rocket. Wie hatte ich denn damals gesprochen im Fleckmann-Brunnen? Naja, egal. Der sah sehr schnöselig aus. Ich habe den, glaube ich, ein bisschen falsch gesprochen. Zack, weg mit dem Golbat. Smogmog. Naja, gut, da können wir weiterkämpfen. Zieht aber alles weg. Von wem Giraffig oder Giraffarig ist schwach. Manchmal stärker, wie man denkt. Also im Casual-Bereich kann es schon gut mithalten. Gadam. So, Animarührei als nächstes. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht so gesehen als Laufvieh. Nicht? Lässt deinen Blick umherschweifen. So, Tantchen, jetzt bist du dran. Ach, dich kenne ich doch aus unserer Basis in Maragonia City. Damals hast du mich besiegt, aber nun wirst du es nicht so einfach haben. Denn diesmal bist du ganz auf dich allein gestellt, Kinder. Wie dich schaffe ich mit links. Ich rate dir, zieh dich warm an. Oh, die Stimme passt zu ihr. Ich habe solche Angst. Ich erschaudere schon. Zum Glück ist Togekiss in der Generation noch kein Typ Fee. Kann man so oder so sehen, ne? Gramox. Okay. Willst du einen Finsterstein haben? Da kannst du einen Kramchef kriegen von mir. Fand ich sowieso Schwachsinn, warum sie Kramchef nicht schon in Generation 2 reingemacht haben.
Also die Weiterentwicklung. Und das waren, glaube ich, Kramorks, Hunden, Duster und auch Traunfugie nur nach der Liga bekommen. Also in Kanto, das auch sehr schwachsinnig ist, wenn man es so sieht. Also wenn ihr nach meinen Informationen, weil ich wollte eigentlich Hunden im Ohren haben, aber das kriegt man erst in Kanto. Ach, was soll's, dann nehmen wir halt Funkano. Achso, Funkano und Funkano und Aquanas sind, glaube ich, alle aus Generation 2. Ja gut, Toketik ist Generation 4, aber wenn man Toketik mit dazu zählt, dann ist es Generation 2. Ach, nee. Tja, das war's, ne? Wer ist jetzt der Drahtzieher, der Schlambada-Typ da? Ich nenne ihn mal Schlambada, aber er ist der Lambda oder so. Nee, es ist jemand anderes. Atlas! Sieh mal einer an, du hast es endlich bis hierher geschafft. Offensichtlich hast du einiges an Talent als Trainer. Wir haben den Radiosender besetzt, um der ganzen Nation zu verkünden, dass wir wieder da sind. Wenn wir das tun, wird sich ja auch Giovanni wieder von seinen Lehr- und Wanderreisen zurückkehren. Wir werden wieder zu unserem früheren Kranz zurückfinden. Du kommst uns dabei nicht in die Quere. Habe ich mit denen schon mal gekämpft? Weiß ich gar nicht. Der hat einen Duster. Warum hat sich das noch gar nicht weiterentwickelt? Muss er sich auf Level 30 sich entwickeln? Ich weiß es gar nicht. Tja. Ja, aber vom Level her sind sie doch schon bin ich ja schon fast gleich mit ihnen. Das ist doch schon mal gut. Kann ja nicht immer nur durchzwieben. Ah, das ist mein Hundemoin. Billy freut sich. Billy gefällt das. Ah, süße, wir sind im gleichen Level. Das ist doch schon mal schön. Naja, Aquana hat eine gute Verteidigung. Und KP Base, also den kriegst du so schnell nicht down. Eigentlich. Nein, vergib mir, großer Giovanni. Ich kann es nicht glauben, es ist vorbei. All meine Träume sind zerplatzt. Ich war wohl doch nicht so gut genug in Ordnung. Hiermit löse ich Team Rocket auf, genau wie es ein Giovanni tat. Lebt wohl! Ach hier. Oh, hast du ihn etwa schon besiegt? Vielen Dank, wirklich vielen Dank. Mit deinen tapferen Taten hast du jedes einzelne Pokémon im Land gerettet. Na gut, jemand wie du ist würdig, dies zu besitzen. Bitte akzeptiere meine Gabe. Eine Buntschwinge. Okay. Diese Buntschwinge wurde an der Spitze des Turmes entdeckt, der hier früher stand und der später dann zu diesem Radiosender umfunktioniert wurde. Mit Hilfe der Buntschwinge kannst du in Teak City den Glockenturm erklimmen. Diese Geschichte hat mir mal eine Bekannte aus Anemonia City erzählt. Gut, dann will ich mich mal langsam wieder zurück in mein Büro ziehen. Zurückziehen. Mach's gut. Was ist denn? Ach ja, beinahe hätte ich's vergessen. Meine Bekannte in Anemonia City sagte, selbst wenn man mit der Buntschwinge den Glockenturm erklimmt, sei es da noch lange nicht genug, um das legendäre Pokémon zu sehen. Sie meinte, dafür benötigt man einen zusätzlichen Gegenstand. Hat sie mir eigentlich gesagt, welchen, oder hat sie es mir doch nicht gesagt? Wie war das noch gleich?
Ach, ich kann mich nicht mehr erinnern. Nein, keine Sorge, ich bin schon fertig. Diese Technik nennt man Antäuschen. Alles klar, jetzt gehe ich aber wirklich mal zurück in mein Büro. Also sollen wir jetzt nach Anemonia City. Um herauszufinden, was wir noch brauchen für den Glockenturm. Okay, so, Radiosender funktioniert auch wieder einwandfrei. Jetzt sind sie alle wieder glücklich. Happy, happy, happy. Oder? Sonntag. Ah, das könnte auch so. Das ist vor allem. Der war doch nur ein Typi. Circa 200. Wir sind jetzt bei 1000. 24 Stunden am Tag, ey. Oh Gott. Hey, guck mal hier, das war mal. Herr Wachmeister. Noch irgendwas hier? Okay, gut zu wissen, wenn man ein Schlaflied beim Radiosender reinmacht. Naja, gut. Stand der Typ schon immer da? Ach ja, stimmt. Okay. Also müssen wir nach Anemonia City. Vielleicht ist das ja die Frau, die wir brauchen, die da so einsam und verlassen in dem Haus ist. Würde ich mal davon ausgehen. Ja, müssen wir sie mal suchen. Ich tausche. Fliegen. Hier ist die Safari-Zone. Rosalia City, Neubobia. Hier müssen wir ja noch hin zu Ebenholz City, aber da kommen wir bestimmt noch nicht hin. Erst wenn wir den Turm dahin gemacht haben, gestimmt. Süßes kleines Detail, ne? Eine Frau. Wir gucken uns jetzt hier einfach mal bei den Häuschen um. Kannst du wegen... Ich hab's aber jetzt noch nicht da. Ich kann's ja wohl... Warte doch mal. Wenn du dein komisches, hässliches Potrot wieder haben möchtest, nur zu. Dann gehen wir mal schnell in den PC und holen dein komisches Potrot. So. Wo ist es denn? Ich setz mal ganz kurz Billy rein. Billy, ich komm gleich wieder. Hier, bitteschön. Ja klar, kannst du es wieder haben. Nimm mir nur Platz in der Box weg. Hä? Ja gut, dann nehme ich halt den Bärensaft an mich, wenn du ihn nicht haben willst. So. Ja. Hier ist dein Nessie. Oh, holen wir uns noch Billy zurück und dann gucken wir mal, wo wir die Frau finden. Von Anemonia City.
So. So, da haben wir's. Ist das die hier? Nee. Ja, die sagt eine Verwandte oder Bekannte. Was war's? Ich habe gehört, dass man es nur sehen kann, wenn man will. Es muss bestimmt denselben Geruch wie diese Kreatur ausströmen. Und die meint Lugia. Ich habe zwar Whirlpool, aber ich glaube, den brauche ich erst einmal nicht. Waren wir hier überhaupt schon mal drin? Ach so, okay. Also kann das jetzt nur noch die sein hier? Dass man die Klarkolloppen nennt. Okay, wie stark der Wind auch sein mag, der dort weht. Sie gibt nie nur einen Laut von sich. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, sie zum Klingen zu bringen. Soll ich dir sagen, wie das geht? Indem du dir eine weitere Klarglocke besorgst, die mit der an der Spitze des Turms identisch ist. Auch ich habe vor langer Zeit einmal versucht, die Glocke in meinen Besitz zu bringen. Doch, es sollte wohl nicht sein. Wo kriege ich denn jetzt eine Klarglocke aus Teak City? Gehe ich mal davon aus. Eine Klarglocke, wir brauchen eine Klarglocke. Gehen wir mal nach Teak City. Da gehen wir jetzt mal in den Glockenturm. Okay, also wir können hier rein, aber wir brauchen immer noch die Klarglocke. Hier muss ja auch irgendwas sein. Hier geht ja, kann ja nicht sein, dass hier. Können die mir vielleicht helfen? Nö. Naja, gut. Dann sag ich erstmal schauen wir und wir gucken uns dann den Glockenturm dort an, würde ich mal sagen. Und dann geht's, glaube dann weiter auch nach Ebenholz City zum letzten Arena-Orden aus der Johto-Region. Ciao. Ciao.